Ja, wir sind bei den Sondermodellen. Ne? Sondermodelle. MEM-exklusiv. Ja. MEM-exklusiv-Modelle. Macht ihr jedes Jahr. Jedes Jahr, definitiv. Und deswegen auch dieses Jahr, was hast du? Was habe ich? Ja. Natürlich, eine GS Mini. In dem Fall einfach ganz normale GS Mini, nur Back and Sides sind aus Black Limber, finde ich persönlich recht schön. Eine andere Holzauswahl einfach, ne? Andere Holzauswahl, jetzt bei der... Bei der Mini. Bei der Mini. Was ich auch noch habe, ist eine 214 CE Deluxe. Kennt auch jeder Taylor-Freak, kennt die Gitarre eigentlich. In dem Fall aber aus Fumed Sweet Gum. Das, also das habe ich noch nicht gehört. Ja, ich auch nicht, aber ich lerne täglich dazu. Dass man aus Gummibaum Gitarren machen kann. Weißt du, Olli, wir gehen auf die 60 zu und lernen noch immer dazu. Traumhaft schön. Das Witzige ist, auch wenn das Schichtholz ist, Back and Sides, die Gitarre klingt anders als unsere typische 200er. Sie klingt irgendwie weicher, ein bisschen wärmer. Sollte mal ausprobieren. Finde ich mega. Finde ich absolut schön. Nein, exklusiv. Ja. Die Grand Pacific. Hey! Ja, ich kann lesen. Achso, scheiße. Ich dachte, du bist professionell. Ja, ich wollte mal so tun. Ja, absolut. Grand Pacific, unsere Roundscholle, die wir letztes Jahr rausgebracht haben, eben hier in einer limitierten Custom-Version. Das heißt, Walnuss Back and Sides, Walnussdecke, und schaut euch das Fretboard an. Special West Indian, Special African Ebony, okay? Wobei African die Inder haben bestimmt auch was Schickes. Ja, Wahnsinn. Also afrikanisches Ebenholz? Genau. Aber ausgesuchtes. Das heißt, die Gitarre hat keine Inlays, sondern jeweils das Griffboard. Mega interessant, mega interessant, ja. Noch eine 814 CE. 814 CE, unser Standard, normalerweise mit Rosewood Back and Sides und Spruce Top. Hier mit einer LUT Spruce Decke. Das heißt, die hat so ein bisschen mehr Dynamik, lebt so irgendwo. Engelmann, Sitka, Spruce, recht gute Dynamik, ist ein bisschen weißer. Back and Sides aus diesem wunderschönen Cocobolo, mexikanisches Hartholz. Klingt eigentlich ähnlich wie Rosewood, allerdings Rosewood selber hat keinen Mittenanteil. Cocobolo hat alles, was Rosewood hat, aber so einen leichten Mittenanteil. Bei der Limited, was ich super finde, was dazu kommt, ist exakt dieser Cocobolo Hänger dazu. Das ist eine geile Idee. Das finde ich richtig gut. Alter, macht richtig Spaß. Ja? NEM-Exklusivmodelle.